Komm, dann lass uns direkt pushen. Kommt von der Straßenseite aus, ja? Ja. Also von der Tanke. Nee, da lebt noch. Matze, nimm ihn dir, der schießt auf mich. Ich finde auch überall anders was. Mann, wieder mal richtig uncool ins Bohren. Ich guck mal hoch hier an dem Berg, nicht, dass einer von hinten gerannt kommt. Man könnte maximal von hier zu der Drohne gehen. Oder hast du die jetzt schon gemacht? Ja, die hat er schon gemacht, hab ich gesagt. Die Drohne habe ich alle gemacht. Ah, okay. Die habe ich schon gemacht. Genau, ich müsste nachher auf. Ne, das war's, glaube ich. Mit den Drohnen habe ich alles schon gemacht. Gehen nur noch wir die Richtung Tanke, oder? Wir müssen eigentlich Richtung Resort, ne? Und nee, und einmal zur Villa da. Villa, halt hier. Ja. Ich würde dann erst jetzt zum Pier laufen dann. Da musst du ja auch das andere Ding holen, ne? Mhm. Oder hast du das schon? Welches andere Ding? Du musst einmal zum Pier und einmal in die Cottages. Mhm. Warte mal. Im Resort ist schon wieder Action. Ich komme wieder runter. Wo seid ihr? Am blauen Zorn. Ja, genau. Entlang. Kurz vorm Ende. Okay. Ist das dieses Healthcare Privacy Part 2? Nee, das ist nicht. Das ist hier. College. Ich kann das nicht mal aussprechen. Kollege. Ich komme. Kollegs. Ich sehe dich nicht mitschießen. Ja, ja. Ja, wenn du sagst, das ist mein Pier, müsste ich eigentlich mal googeln. Das sind zwei Sachen. Du musst zum Pier und du musst in die Cottage, in diese Villa da. Mhm. Ja, dann beim Pier, da war ich noch nicht. Beim Pier musst du das blaue CMS holen. Da markiert das CMS. Ja, das habe ich nicht, ne. Surgery Kit ist das, glaube ich. Und beim Cottage musst du das Optomaloscope, oder wie das Ding heißt. War gut, würde ich sagen. Exacto Mundo. Sehr schön gesprochen, Benji. Du bist der Dritte, oder? Ja, ich komme hinter euch. Ich bin der Letzte. Ah ja, okay. Das darf nicht, dass er schon wieder einen auf dem Sniper-Hügel kampiert. Mhm. Also auch, Doc, du musst dich so weit vor. Hinten an der Tankstelle am Berg kann auch schon einer hocken. Ich würde mal hier bleiben. Ich gehe mal rüber auf den Sniper-Hügel, dass da sich keiner niederlässt. Mhm. Wir gehen mal rein. Ich bleibe auch hier unten, glaube ich. Wisst ihr noch, ob das im rechten oder linken Gebäudeteil war? Das, wenn du reinkommst, links. Links, hat er gesagt. Links hoch auf dem Schrank oben. Ja, ich weiß, glaube ich, wo habe ich sogar. Mhm. Ist irgendwo da oben? Da oben. Ja. Dann ist da. Loot ich mal den anderen Tresor in den Computer, ne? Hab ich, ja. Ja, wenn ich noch eine GPU finde, wäre das auch nicht schlecht für die Quest. Mhm. Sag dir Bescheid, weil es zu Ende fehlt. Brauchst du noch einen Teepot? Das wird später mal wichtig. Was brauche ich? Ein Teepot. Oh, ich glaube, ich habe sogar einen, aber ich sicher bin ich nicht. Drei Stück, glaube ich. Hm. Die sind echt rar. Guck mal hier den Tresor, die sind echt scheiße. Erinnere mich nicht an das Drecksteil. Ja, ich weiß, was da passiert ist. Im YouTube-Video habe ich das gesehen. Oh, da war ich schlecht gelaunt. Du hast die Tasche einfach weggeschmissen. Oh, die ist runtergerollt. Ja, das stimmt, da war ja was. Ich hab's gesehen. Boah, das ist doch bitter, oder? Das ist doch. Das tat weh, ja. Am Anfang des Vibes suchst du, also wenn du es dann brauchst für die Quest, du suchst das ewig, dieses Scheißding. Mittlerweile habe ich es schon 100 Mal gefunden, aber da, das war ja, echt. Wenn man sucht, ist ja meistens so, ne? Mhm. Ready? Ja. Yo, also ich bin ready. Wir kommen wieder raus, ja? Mhm. Oh, ich krieg. Oh. Ich bin tot. Klaus, da sind welche schon. Ich hab'n. Okay. Plushofer. Bin da gekommen, wa? Oh, das ist ja ärgerlich jetzt. Oh, Mann. Da ist ja genau vor der Tür geworden, der Wichser. Sorry, wenn ich das so sage. Ja, ist halt so. Oh. Hat uns gehört, wie wir drinnen rumrammeln, weißt du? Auch der VIP tot, Mann. Ja, dann aus, oder? Ja. Ach, ärgerlich. Ja. Ich war jetzt auch ein bisschen unvorsichtig in dem Sinne, ich bin jetzt einfach rausgegangen. Ja. Aber
Man hat ich ehrlich gedacht, ich bin ehrlich, ich habe jetzt gedacht, glaub, okay, ihr beide habt ja sowieso die Gegend gesichert. Nee, wir haben bloß... so drauf. Das habe ich so gedacht jetzt, ne? Also, für den Assi-Move nehme ich alles von ihm mit. Also, ja, ja. Das ist ja kein Assi-Move, Nee, aber ist schon okay, kann man ja machen. Ja. Aber ihr habt es nicht gehört, oder? Ihr habt nichts gehört? Nein, das ist ja geschlichen. Krass. Was soll ich denn hier alles mit deiner blauen Weste oder irgendwas? Ja. Dass du das dann mitnehmen kannst, mitnehmen. Wollen wir dann direkt durch zum Tunnel, oder? Ja. Wir müssen wie gesagt, ich habe alles, nimm mir den Helm und die blaue Weste mit, damit ich die für die Quest weiter benutzen kann. Ich kann auch noch was mitnehmen, Benji. Ja, wenn du kannst, kannst du auch die Knarre mitnehmen. Ich habe, wie gesagt, auch so viele Knarren. Pass auf. Klaus, bleib hier, ich renne nochmal zu Benji, ich habe ja einen großen Rucksack. Ich nehme dir noch sein Magazin und seine Weste vielleicht mit und seine Medizin, die tue ich alles mal in die Weste rein. Hast du Platz für eine Weste? Ja, klar. Ein riesen Rucksack. Kann alles rein. Muss ich mal alles reinfeuern von ihm? Wo war der, als ich rauskam? Links oder rechts? Rechts. Rechts hat er gestanden. Mhm. Und ich habe nach links noch rausgerichtet und geguckt. Ja, klar. Ist ja ein... Hier ja, dreht sich noch einer. Benji, wo bist du? Ich bin draußen. Okay. Das war vielleicht ich. Ja, das bin ich hier. Okay. Hier? Level 6 war der. Ich nehme die Waffe, das weg. Gut. Also du nimmst jetzt die Waffe und so weiter mit, dann brauche ich gleich keine Waffe mit reinnehmen, nee. Ne? Du brauchst eigentlich gar nichts. Ich habe deine Weste, deine Kopfhörer, dein Helm, Matze, deine Waffe, dein Magazin wahrscheinlich, deine Weste. Also deine, okay, deine Chest. Die Weste, ja. Hm? Ja. Die Weste kann er. Okay, warte mal, dann ziehe ich das mal aus. Obwohl Weste kann er mitnehmen. Also kannst du wieder wegschmeißen, wenn du magst. Nö, wir haben jetzt. Was ist denn da? Schatz! Hier wird geschossen! Oh ja! Vom Sniper, Hill. Ja. Mist, ich hab keine Granaten mitgenommen. Scheiße, wie kommen wir da jetzt hin, Alter? Du rennst? Ja, ich bin hinter der Klaus. Der hat beschossen? Ich höre nichts. Ich hab beschossen die ganze Zeit. Ich komme hier nicht weg. Ich muss tanken, ich muss Energie tanken. Aber ich schmeiß mal in den Rucksack mit jetzt. Ach so, von da drüben? Ich würde sagen von hier oben, oder? Ja, hat direkt. Das schießt auf jeden Fall auf mich die ganze Zeit. Klaus, wir kriegen es von hier oben besorgt, oder? Nicht vom Sniper-Hügel. Oder? Nee, ich hab beschossen schon wieder. Au. Ja, aber ich höre nichts. Das ist vom Sniper-Hügel. Eindeutig. Meinst du? Nee. Also sonst hat er gar keine andere Sicht auf mich. Doch, von hier hinten. Er hat mir einen Arm schwarz geschossen. Vom Wasser oder was? Nee, von der Tankstelle drüben, den Berg. Links, den Waldberg. Ich dachte, das meint ihr mit Sniper-Hügel. Ne, der Sniper-Hügel ist der Felsen da vorne. Klaus, schießt du? Ja, der ist nach rechts abgehauen, ja. Ich hab ihn auch gehittet. Okay. Ah. Da hat man was Schnelles. Ich hab einen. Scheiße, wir kommen ja nicht hoch. Also sein Kumpel hat meine Granate, die muss gesessen haben. Okay. Komm, dann lass uns direkt pushen. Kommt von der Straßenseite aus, ja? Ja. Also von der Tanke. Nee, da lebt noch. Matze, nimm ihn dir, der schießt auf mich. Hast du ihn? Es sind zwei. Da sind zwei, die rennen hoch. Einen habe ich. Ja. Oh, Mats schon gerade auf Tisch geschossen, sorry. Ich hab dich nicht getroffen. Einen dritten habe ich. Nächste, sauber. Und mich haben sie zerfetzt. Warte, ich gucke nicht, dass da noch ein Vierter irgendwo sitzt, Alter. Ah, da, ich sehe dich.
Vom Vor? Boah, alter Schwede. Jetzt habt ihr aber Action gehabt hier. Ich komm wieder runter. Mhm. Ich muss meinen Rucksack holen und nachklippen. Es sah übelst lustig aus. Es waren drei Leute, die vorher hochgerannt sind. Und auf den letzten hab ich geschossen. Das warst du, der den hinterhergerannt ist. Oh Mann, hat zum Glück hast du ihn getroffen, Alter. Das hätte die Sache unappetitlich werden lassen können. Mhm. Svenny, ich danke dir. Ich darf keine Granaten haben, Topa, genau. Ich hab auch keine. Jetzt muss ich mir erstmal flicken. Oh ne, so schlimm haben sie mich gar nicht. Wurde wahrscheinlich angelockt durch den ersten Menschen. Unten! Ach, ich bin tot. Wie unten auf der Straße? Nein, halbe Höhe. Wenn du jetzt weitergehen würdest auf dem Berg. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Wenn du jetzt weitergehen würdest auf dem Berg an der Straße okay. Lang. Da hängt er in der Ecke. Einen hab ich. Hat noch einer geschossen, Klaus? Waren das zwei? Ich komme hier ran, ich bin schon unter. Keine Ahnung. Ich bin unten an der Straße, rutsche ich gerade runter. Okay. Ich hab nur einen gesehen. Oh, scheiße, Benji dort. Jetzt müsst ihr die UN-Krempel rausnehmen. Oh, ich bin auch tot. Da ist noch einer an der Straße, Matze, irgendwo. Sag mal, was machen die denn? Ruhe. Seid ruhig. Hab ich. Aber. Also mich brauchst du nicht looten, lass mich dann einfach mal liegen. Na, viele könnten jetzt nicht mehr auf der Map sein. Nee. Viele Spieler. Hier liegen jetzt 6 tote Spieler rum. Ey, sonst sind sie doch alle da im Resort. Jetzt sind sie alle hier gewesen. Ja, die haben bestimmt das Geballer gehört. Mhm. Ja, das ist das, da musst du dich verpissen. Aber ja, die hingen da ja rum und haben gewartet auf uns. Wilma, willkommen zurück. Ah, du hast jetzt eine schöne Schlacht verpasst. Oh, wir haben jetzt hier 6 Spieler weggemetert. Du, Matze, ich hab dir jetzt gerade zugeschaut. Leck, Komi, du hast die alle wegge... Naja, es waren nur 4. Gegen den Strich. Benji ein, Klaus ein. Alle nicht. So viel Ruhm will ich mir nicht hier unter den Nagel reißen. Jetzt weiß ich auch nicht mal, wo ich meinen Rucksack hingeschmissen hab. Scheiße. Ich muss auch mal nachklippen. Bitte dreimal im Sack raus. Aber wenn du einen schönen Fight hattest, Wilma, ist es doch okay. Und wenn nicht gecheatet wurde und so, ist es doch ja. Alles okay. Aber und für Labs ist das doch schon mal gut. Ich hoffe, jetzt ist hier nicht noch einer, dass ich hier in Ruhe looten kann. Oh. Oh. Was denn, Benji? Hatte gerade meine Waffe fertig gemottet und dann kam Error, Item, Moving, Failure, blablabla, keine Ahnung. Das habe ich eben die ganze Zeit auch gehabt. Alles weg. Ich bin von vorne anfangen. Ach so, aber das Zeug ist noch da, oder? Das Zeug ist da, ja, aber das Gekaufte, oder das ist halt irgendwie nicht auffindbar. Kaiser, grüß dich, herzlich willkommen. Wo waren die jetzt? Ach ja. Okay, es waren jetzt keine Superhelden. Ja, danke Wilma. Man kann es ja nicht wissen, ja? Man killt ist erstmal Kill, das stimmt. Ui. Da haben wir doch schon was. Oh, ein schöner AK-105. Die bringe ich da mit. Ui, meine Skets haben mir gerade für 95.000 Rubel so ein GPNVG-18 mitgebracht. Aha. So ein krasses Nachtsichtgerät. Oh Mann.
Dann mache ich mich zum Ausgang. Sagt die Uhr. Ach, jetzt 28 Minuten noch? Ey. Das kam mir jetzt auch schon wieder gefühlt wie eine Ewigkeit. Das kann auch nicht. Schlüssel. Auf für welche Map ist die? Ist er nicht für Lighthouse? Glaub schon, ne? Oh, selten, sehr, sehr lange her, dass ich mal vier Mann wieder weggemacht habe im Raid. Das fehlten bloß noch ein paar Skeffs, um die Sache abzurunden.